Was ist mit euch? Seid ihr bereit, euren Eid gegenüber Nocturnal abzulegen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Bedingungen ganz verstanden habe. Indem ihr Nocturnal gegenüber euren Eid ablegt, geht ihr eine geschäftliche Vereinbarung ein. Euch werden all die Macht und das Wissen zuteil, das einer Nachtigall zusteht. Nee. Ihr könnt diese Kräfte nach eigenem Ermessen für eure Ziele oder die Ziele der Diebesgilde einsetzen. Geil. Und was muss ich da als Gegenleistung bringen? Als Gegenleistung müsst ihr, wenn es nötig ist, das Dämmergrab und alles, was darin ist, verteidigen. Und was noch wichtiger ist, bei eurem Tod wird euer Geist als einer der Wächter an das Dämmergrab gebunden sein. Was? Verdammt. Also es gibt da ein Problem. Zuallererst, ich bin... Also, sorry, dass ich dir das jetzt unter diesen Umständen erklären muss, aber ich bin ein Werwolf. Das heißt, nach meinem Ableben werde ich in Yersines Reich, ja, dann auf die wilde Jagd geschickt und deshalb kann ich schon mal nicht hier mein Dasein fristen und auf die, ja, auf diese, ich wollte gerade sagen, Müllhalde hier aufpassen, ja. Ja, ich weiß nicht, also soweit klingt das schon mal ganz gut, aber Nocturnal muss dann ein bisschen, muss ich dann mit Yersine darum streiten, wer mich denn nun nach meinem Tod bekommt. Gut, aber gibt es denn keinen Weg zurück oder wie ist das? Sobald der Eid geleistet ist, sind die Bedingungen bindend. Nachdem ihr dies wisst, seid ihr bereit, die Zeremonie durchzuführen? Ja, ist auch schon ziemlich spät, ne? Da sollten wir uns aber auch mal beeilen jetzt. Gut, wenn ich das Tor öffne, stellt euch bitte auf den westlichen Kreis. Na gut, dann öffne mal bitte das Tor. Ja, hey. Wir reden, wenn der Eid abgelegt ist. Okay, dann öffne bitte das Tor. Hallo? Was ist mit dem Tor? Brynjolf? Wie geht's jetzt weiter, Brynjolf? Hallo? Kalia? Wo willst du hin? Da muss ich die Kette wohl selber runterziehen, damit das Tor aufgeht. Was? Eine übersinnliche Kraft sagt mir, dass ich die Zugkette nicht benutzen kann. Also jetzt gerade kann ich sie nicht herunterziehen. Shit. Die Zeit läuft und Mercer ist immer noch da draußen. Wir sollten langsam loslegen. Ja, weißt du was? Reg dich nicht auf, ich probiere es einfach nochmal. Diese ganzen Informationen verwirren euch etwas, nicht wahr? Ja, ich verstehe auch nicht, wieso mir jetzt eine übersinnliche Kraft sagt, dass ich das nicht benutzen kann. Hast du eine Idee? Diese ganzen Informationen verwirren euch etwas, nicht wahr? Ja, das hast du mir schon gesagt. Die Zeit läuft und Mercer ist immer noch da draußen. Wir sollten langsam loslegen. Ach, Bürschchen. Ah, ich weiß. Brynjolf, hör zu. Wir sollten ihr vertrauen und in das Geschäft einwilligen. Ja, wenn sie denn die Zugkette runterziehen würde. Wir sollten ihr vertrauen und ja, in das Geschäft einwilligen. Ich werde jetzt etwas machen, das du aber niemanden sagen darfst. Die Dädra und die Neuen dürfen davon nichts erfahren. Sonst werden wir beide draufgehen. Wow! Okay, Brynjolf, jetzt machst du einfach dasselbe und folgst mir, okay? Brynjolf? Einfach die Konsole öffnen und dann... Ja. Gut, dann stelle ich mich mal hier hin. Und wie geht's jetzt weiter? Nee. Kalia hat Brynjolf und mir eröffnet, dass wir in die Elitegruppe der Nachtigallen aufgenommen werden und bei der Wiederherstellung der Dreieinigkeit helfen sollen, die vor über 25 Jahren durch den Mord Mercer Fries an Gallus zerstört wurde. Stell dich auf die Rune am Boden. Ja, bringt ja nicht sehr viel. Ist auch schon mein zweiter Versuch jetzt. Zum Glück hatte ich noch einen alten
Speicherstand. Diese ganzen Informationen verwirren euch etwas. Hör mal zu, Brynjolf. Ich werde jetzt einfach mal kurz Kalia suchen gehen und dann werde ich sie zurückholen. Entweder kommt sie freiwillig mit oder ich werde sie dazu zwingen. Weil das kann ja nicht angehen, dass sie jetzt einfach abhaut. Kalia, komm zurück. Wie soll es denn weitergehen? Meine Armbrust hat sich so darauf gefreut, Mercer Fry, ja, einen Bolzen in den Kopf zu schießen. Hey, Kalia, hallo. Wir reden, wenn der Eid abgelegt ist. Willst du mich verarschen oder so? Kalia, ich finde das nicht witzig. Wir reden, wenn der Eid abgelegt ist. Ja. Wir reden, wenn der Eid abgelegt ist. Ups, oh! Entschuldigung, Kalia, das tut mir voll leid. Oh, Mann. Verdammt nochmal. Moment, vielleicht klappt es ja, wenn ich kurz rausgehe und dann wieder rein. Ja, das ist Skyrim. Und Daggerfall haben sie bugverseucht genannt. Ja, Kalia, die macht sich jetzt aus dem Staub. Die sucht jetzt allein nach Mercer. Gut, dann stelle ich mich mal wieder ans Gitter. Ja. Aber lustig, dass Nocturnal darauf besteht, dass ich nach meinem Tod als Geist hier in dieser Festung herumschwirre. Ja, und darauf aufpasse. Also, normalerweise müsste sie doch wissen, ja, wie die Leute drauf sind. Also, ich zum Beispiel bin ein Werwolf. Ja, ich kann das ja mal hier kurz präsentieren. Und bei den Werwölfen ist es ja so, wenn sie sterben, kommen sie auf die, also gehen sie nach Oblivion, auf die Oblivion-Ebene von Hyrcine und ja, nehmen dann an der großen Jagd teil. Ups, Entschuldigung. Die Zeit läuft und Mercer ist immer noch da draußen. Ja, wir sollten langsam loslegen. Also hier nochmal ein bisschen Fanservice für die Frauen. So. Dann kann ich die Nachtigallenrüstung ja wegwerfen und wieder meine gute Rüstung anziehen. Ja. Die Sache ist die. Ich bin momentan ein bisschen genervt. Ja. Vor ein paar Monaten, oder ich glaube, es ist schon ein Jahr her oder so, als ich noch auf Konsole gezockt habe, da habe ich schon mal versucht, die Diebesgilden-Quest-Reihe durchzuspielen. Und da kam ich an die Stelle, an der man ja mit Kalia, also an der man Kalia in der zersplitterten Flasche im Rattenweg aufsuchen sollte, weil wir dann die Gilde zusammen aufklären wollten und so weiter. Da ist dann der erste Bug aufgetreten und sie ist einfach nicht aufgetaucht. Sie war von Skyrim halt ganz verschwunden, ja? Also sie war nicht mehr in der Welt von Himmelsrand. Also, und auf Konsole ist das ziemlich kacke, weil, ja, man hat keine Möglichkeiten mit dem hier, mit der Konsole und so weiter. Ja, außerdem hatte ich keinen älteren Spielstand mehr, von daher konnte ich die Diebesgilden-Questreihe abschließen, beziehungsweise abbrechen. Ja. Hat mich damals ziemlich genervt, weil die Questreihe ja doch schon ziemlich geil zu sein scheint. Dann, ungefähr ein Jahr später, habe ich mich entschlossen, als das mit dem ganzen Let's Play und so weiter losging. Da war ich gerade bei Let's Play Amnesia The Dark Descent und
An einer bestimmten Stelle hat mein alter PC das Spiel einfach nicht mehr gepackt und ich brauchte einen besseren. Habe ich mir einen besseren geholt und so weiter und so fort. Ja, dann habe ich Amnesia durchgespielt und so fort. Ja, bla. Kommen wir jetzt mal zum Hauptthema zurück. Dann irgendwann habe ich mir auf Steam Skyrim gekauft. Und jetzt kürzlich nochmal die ganzen Add-ons und so weiter. Gab ja ordentlich Rabatt. Jupp. Also Skyrim habe ich jetzt schon ein bisschen länger. Nur die Add-ons habe ich mir kürzlich erst dazu gekauft. Gut, die Add-ons haben jetzt mit der Diebesgilden-Quest nicht viel zu tun, aber wollte ich einfach nur mal erwähnen. So. Auf jeden Fall dachte ich mir so, komm. Mittlerweile müsste Bethesda ja die ganzen, beziehungsweise die schwerwiegendsten Bugs entfernt haben. Ja, guten Gewissens habe ich mich dann nun entschieden, die Diebesgilden-Quest wieder anzufangen. Und diesmal war Kalia auch in der zersplitterten Flasche und ja, zusammen haben wir die Diebesgilde dann aufgeklärt und so weiter und so fort. Jetzt sind wir an dieser Stelle und geile Sache, der nächste Bug scheint aufgetreten zu sein. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Sie wollte angeblich hier das Tor öffnen und ja, wir sollten uns dann auf den westlichen, ja, auf den westlichen Dings da, auf diese Anhöhe da stellen. Ja, und dann sollten wir angeblich den Segen von Nocturnal und so erhalten und bliblablub. Aber Kalia hatte jetzt anscheinend keine Lust mehr darauf und ist einfach abgehauen. Ja. Was ich davon halten soll, weiß ich nicht. Ich bin momentan relativ gut drauf. Das heißt, ich bin jetzt nicht so in der Stimmung, richtig sauer zu werden. Also, wenn ich jetzt richtig sauer wäre, dann würde ich nicht so ruhig bleiben. Ja, also, dann wären jetzt schon Sachen rausgekommen. Ja, ich denke, ihr kennt das selber, wenn ihr mal irgend so ein geiles Spiel habt, worauf ihr euch richtig freut und ihr wollt das dann, ihr wollt das richtig durchzocken, so 100%, ne? Was weiß ich, muss ja nicht Skyrim sein, kann ja auch irgendein anderes sein. Und ihr freut euch richtig, also ihr seid gerade irgendeinem fiesen Boss auf den Fersen und wollt ihm so richtig in den Arsch treten und freut euch einfach auf das Highlight. Und dann, kurz vorm Ende der Quest, taucht ein Bug auf und hindert euch daran, diese Quest zu beenden. Also, da hat man doch echt die Schnauze voll irgendwie. Und man will wirklich meinen, dass Bethesda mittlerweile ja, es mal geschafft haben sollte, die schwerwiegendsten Bugs zu entfernen. Also diese ganzen Quest-Bugs, die nerven wirklich. Ich habe ja nichts gegen so kleine Bugs oder Glitches, aber wenn mich irgendein Bug daran hindert, eine Quest zu erledigen, dann werde ich schon ziemlich ungemütlich, weil ja, ich habe Geld dafür bezahlt, für ein fertiges Produkt und mir wird, ich werde jetzt einfach daran gehindert, diese Quest zu erledigen. Ja, und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust mehr, jetzt irgendwo ein Video anzuschauen, wo man dann aufgeklärt wird, ja, wie es denn nun weitergeht in der Diebesgilde. Ich möchte es selber spielen. Ich möchte meine eigenen Erfahrungen damit machen. Wenn ich mir ein Video anschauen wollen würde von Skyrim, hätte ich es mir nicht gekauft. Tja, das ist ein bisschen blöd, ne? Weiß man nicht, was man da jetzt so sagen sollte. Ich spiele hier zum Glück auf dem PC und da sollte es ja ein paar Möglichkeiten geben, diesen Bug zu umgehen. Ja, ich habe es halt jetzt ein zweites Mal versucht. Ich habe mir hier auch vorsichtshalber so ein, ja, Safe angelegt, bevor der ganze Scheiß da losgeht jetzt. Ja. Aber leider will Kalia das Tor, also beziehungsweise die Gitter nicht öffnen, runterlassen und so weiter. Und man sieht es einfach hier. Die Neuen lassen es gerade nicht zu, dass ich diese Kette ziehe. Tja. Wir sollten ihr vertrauen und in das Geschäft einwilligen. Ach so, das wusste ich noch gar nicht. Danke, dass du mir das gesagt hast. Oh Mann, kriegt so viel.
Und wenn ich solche Bugs entdecke, dann denke ich mir öfters mal, warum muss ein Spiel immer so groß sein? Ja, das hört sich jetzt negativer an, als es gemeint ist. Ich glaube, der Skyrim, der Elder Scrolls-Reihe würde es wirklich gut tun, wenn die Welt, naja, muss ja nicht die Welt sein, aber die Quest an sich, wenn es mal ein paar weniger Quests geben würde, aber dafür die Quests an sich intensiver wären, ja. Zum Beispiel die Gefährten-Quest. Es ist einfach, also ist eine geile Quest und kann man auch gar nicht Negatives drüber sagen, ist wirklich geil gewesen. Aber ich muss wirklich zugeben, ich hätte mir gewünscht, dass diese Quest-Reihe an sich noch länger ist. Ich weiß nicht, ich fand das ein bisschen doof. Ein, zwei Quests und man wurde sofort aufgenommen und man wurde schon so ein bisschen als der Overlord angesehen, ja? Dann zwei, drei Quests mehr hat man erledigt und dann, ja, hieß es gleich so, boah, yeah, jetzt sind wir voll die Geilsten und so weiter. Also, auf jeden Fall, was ich damit ausdrücken will, Bethesda sollte sich bei die Elder Scrolls Spielen angewöhnen, weniger kleinere Quests mit einzubauen und dafür weniger, aber dafür intensivere und längere Quests. Also das wird der Reihe echt gut tun und vielleicht auch hier und da mal ein bisschen mehr Inszenierung. Ich gehe davon aus, dass ihr die Liebesgilden-Quest schon gespielt habt. Ansonsten würde ich euch raten, jetzt wegzuschalten, weil ich werde hier ein bisschen spoilern. Zum Beispiel, als man mit Mercer Frey oder Frey oder wie auch immer, als man mit Mercer Freyja ja nach Kalia in dieser komischen Draugr-Höhle gesucht hat. Also in dieser Draugr-Ruine. Und als man dann diese Nord-Rätseltür, ihr wisst schon, wo man mit diesen Krallen, also wo man eine Kralle braucht und so, und wo man dann an den Rädern drehen muss, damit, na, ihr wisst ja, welche ich damit meine. Und er sagt dann zu mir, ich soll vorgehen. Und ich bin dann vorgegangen und habe direkt einen Pfeil von Kalia abgekriegt. Bin zu Boden gegangen und ja, war gelähmt und ja. Dieser Pfeil hat dann halt dafür gesorgt, also da war so ein Gift dran, hat sie einem dann hinterher erzählt, dass das Blut sich verlangsamt und der Herzschlag und so weiter und dass man halt nicht so schnell verbluten kann. Ja, als man dann da am Boden lag, hat man so ein bisschen hat man dann Hintergrundinformationen von Gallus und von vor 25 Jahren erhalten, von Mercer, und er hat dann halt sein wahres Ich rausgelassen. Gut. Dann ist Kalia verschwunden und Mercer Free hat ist dann auf einen zugekommen, hat dann noch ein paar letzte Worte gesprochen, wie das halt ein Bösewicht so tut, ne? Und hat einem dann, ja, was ist das für ein Schwert? Ein Zwergenschwert, ein Dwemer-Schwert, hat er einen dann nochmal zusätzlich in den Bauch gerammt, ja, weil er einen umbringen wollte. Und das sah einfach so geil aus, also davon würde ich mir wirklich mehr wünschen. Mehr solche Inszenierungen. Ich meine, man muss es ja nicht übertreiben, man muss ja kein Dragon Age Origins draus machen. Man kann ja bei den Wurzeln bleiben, aber hier und da vielleicht ein paar Feinheiten ändern. Ja. Gut, das war's von mir. Ich weiß nicht, das tut einfach immer mal gut so, wenn man mal ein bisschen genervt ist und dann ein bisschen darüber zu reden, das ist ganz nice. Jopp. Ich werde jetzt erstmal schauen, dass ich mir ein paar Konsolenbefehle aus dem Internet besorge, um ja mal zu schauen, ob man diesen Bug irgendwie umgehen kann. Ich denke, ich bin nicht der Einzige, der damit Probleme hat. Ja. Danke fürs Zuhören und tschüssikowski.